Hey Leute, willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge mit Tobi erstmal hier in Fleetburg in der Arena. Genau. Ich gehe jetzt hier gegen die Ast-Trainerin. Und du machst den Arbeiter, ich, oder? Ich mache den Arbeiter namens. Die Aufzüge fahren hoch und runter. Ich kämpfe gerne. Wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärken und Schwächen eines Pokémon. Ja, ich konzentriere mich gerade auf den Typ Gestein. Ludwig. Arbeiter Ludwig hat 3 Pokémon übrigens. Francesca hat nur 1. Naja. Und zwar ein Kabutops. Oder Kabutops. Ja, ja. Das ist wieder Gesteinkäfer. Ah. Da sollte der Krabhammer eigentlich reichen. Jo. Sieht gut aus. Magby wurde erledigt. Gut. Die ging schnell. Ich gucke eben mal, ob dort oben tatsächlich der Arenaleiter ist, bevor ich wieder zurückfahre. Genau. Weil es ein ganz schöner Weg zurück. Brechen ja eigentlich an, das ist ja... Weil ich meine, wenn man da hinkommt, kommt man auf dem Eingangsdinge zu diesem Roten. Und der Rote... Genau, der Rote führt zum Arenaleiter, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wird sein. Und dann... Ja, dann wissen wir schon mal, dass wir hier wieder zu der Troller müssen. Gut. Ich gehe aber... Übrigens, Leute, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, welches Level wir mal nicht übersteigen dürfen, wir dürfen nicht Level 39 übersteigen. Ja. Und wir sind ja ganz knapp dabei. Da sind wir mal ganz knapp. Mein Gott, wenn ein Pokémon immer Tarnung einsetzt, habe ich immer Angst, das Spiel stürzt ab, weil keine Animation passiert und dann steht auf einmal Typ normal. Oh je. Gott, ist das ein langer Weg, Was soll der? Also den ganz links brauche ich für den anderen Typen, genau. Richtig? Okay. Hä, warum bin ich überhaupt rausgegangen? Meine Pokémon sind noch alle glücklich. Weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste erst ins Pokécenter. Ja, ganz links oder zweiter von links? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ich sehe es, ja. Nee, war ganz links. Okay. Weil der andere ist sofort in der Sackgasse. Ja. So, Ludwig, jetzt wirst du fertig gemacht. Bereite dich schon mal drauf vor. Oh, schon mal die Taschentücher. Jetzt wird geweint. Nassgenäht hat ja auch so richtig schöne große Augen und Nasen. Da wird's gleich richtig schön laufen, wenn er besiegt ist. Der hat sogar Ohren, Nassgenäht. Sicher, dass es Ohren sind? Das sind Löcher. Er hat halt keine Ohrmuscheln, aber er hat was zum Hören. So, okay. Und jetzt hier lang und da lang. Und jetzt müsste ich da zu dem Trainer kommen, genau. Okay. Bist du bei der Ast-Trainerin? Ja. Mit Stärken und Schwächen hat sie mir irgendwas gesagt. Dass du nicht auf die Stärken und Schwächen nur eines Pokémon konzentrieren musst. Jetzt schon wieder ein DGD. Er hat auch NT. Warum haben die alle irgendwie das gleiche? Die haben entweder Magby, Fukano oder NT. Ich mir denke, was ist denn los hier in der Arena? Ja, die sind irgendwie sehr wählerisch. Er sitzt schon wieder Frustration ein, ey. Ich mach die ganze Zeit nur One-Hits. Das ist schon fast langweilig. Aber hey. Edward hat erreicht Level 33. Es ist halt schade, dass ich jetzt nicht alle Pokémon trainieren kann, aber bei Gestein ist es leider so, dass viele meiner Pokémon nicht stark genug sind gegen Gestein. Bei anderen Arenen war das irgendwie noch eher nutzbar, dass ich wirklich alle Pokémon mal einsetzen konnte und gegen nichts effektiver, aber bei Gestein ist es so ein bisschen, entweder ich bin gut oder gar nicht gegen die. So, mein Blick wurde eingeschränkt. Oder irgendwas hat sie gesagt in der Richtung. Ich heile mal kurz hier. Ich gehe noch mal kurz zurück ins Pokécenter. Ich bin ja eh bei dem ganz am Anfang. Dann geht das ja. Dann muss ich ja nur noch mal den Weg zur Troller gehen. Also den ganzen Weg zum Arenaleiter, der ziemlich weit ist. Aber ganz ehrlich, wer geht nicht, also gut, abgesehen von dir jetzt, aber wer geht nicht noch mal zum Pokécenter zurück, bevor er den Arenaleiter macht und macht dann diesen riesig langen Weg über die Ast-Trainerin und alles und bla. Keine Ahnung.
Okay. Das geht da runter und jetzt geht's hier hoch. Und dann bin ich bei dem Arena-Leiter. Genau, okay. bei diesem roten Dingens, dann geht's, glaube ich, zum Arena-Leiter. Genau, und dann warte ich jetzt kurz auf dich. Cool. Ich muss ja nur einmal den Weg laufen. Ich werde mal kurz speichern hier. Die Ewigkeit in den Speicher. Ich speichere mal nach jeder Session einmal. So, jetzt sind wir bei der. Hallöchen. Pokédex sagt 95 Pokémon an. Glaube ich ja kaum. Euch kennen wir ja alle schon. Hält bloß die Bissinio-Pokémon. Erhöhen. Das ist eine Erhöhen-Arena. Erhöhen-Liga. Willkommen. Schön, euch kennenzulernen. Wollt ihr auch noch ein Autogramm? Nee, die sind alle debrig. Hallo, Ast-Trainerin. Dich habe ich zuletzt besiegt. Oder fast zuletzt besiegt. Und dann bin ich auf dem roten Knopf. Yay. Okay. Bin da. Sag Bescheid, dann spreche ich ihn an. Warte, wen setze ich vor? Ja, ich setze du vor. Okay, Bescheid. Okay. Ah, da ist der Orden von Erzlingen. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Und im Gegensatz zu Wade bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Na, das wollen wir da erstmal sehen. Okay, Wade war übrigens der Typ von der ersten Arena. Der war bei mir, glaube ich, Geist. Das ist sein Sohn. Ah. Ammonitas. Bei mir war Flug, weiß ich noch ganz genau, weil ich keine Attacken hatte gegen Flug-Pokémon außer Käfer-Attacken. Ich glaube, ich war auch nicht gut aufgestellt gegen Geist. Also ich weiß nicht, ob es Geist war, was für irgend sowas Dummes. Er setzt Magma ein. Bei mir hat er ein Ammonitas. Das ist ja mit Wasser sogar vielfach effektiv gegen, also vielfach Schwäche gegen Pflanze. Bin ich froh. Gut, dass ich doof vorne habe. Blutspore. Ich bin mir auf jeden Fall sicher. Er hat Blut eingesetzt und ich habe 55 KP erstmal verloren. Boah. Meine Gegner schlafen immer, wenn ich sie angreife. Ich krieg keinen Schaden. Jetzt bin ich mal gespannt. Aura Sphäre. Immer schön Lispeln dabei. Ein Potrott hat er noch. Ah, auf roten Bereich. Aufgewacht. Nein, das kann doch nicht sein, dass er jetzt aufwacht. Der hat nur einmal kurz geschlafen. Ich spare mir mal die Pilzspore. Irgendwie brauche ich sie ja eh nicht. Ah, doch, hier hätte ich sie gebraucht. Egal. Dann machen wir jetzt die Pilzspore. Umso weniger hat er zu melden. Hehehe. So, er sitzt Hypertrank. Okay, Hypertrank hat der ja schon der Trainer auf Empfang. Oh nein, er hat eine Beere zum Aufwecken. Gut, dann besiege ich dich halt einfach so, wenn du nicht willst. Was eine Glutattacke. Hilfe. Oh. Hat mein Gerät besiegt sofort. Nein. Ah, und er hat noch eine Top genesen. Bella? Ich werde ihn nochmal einschläfern. Umschlag ist sicherer. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Beleber einsetzen. Oh, so schwierig bei dir? Na, der erste Pokémon hat gleich mal zwei von meinem Platt gemacht. Und oh, nicht schlecht. War noch nicht mal weiterentwickelt. Ich bin hier schon beim 39er Pokémon. Das Potrott ist schon sein stärkstes wahrscheinlich, weil es hat Level 39. Nochmal Magma ein. Und der ist ja wieder Gesteinkäfer, ne? Das Potrott. Wow, ja. Er hat mit einem KP überlebt. Mit einem. Geht doch gar nicht. Nicht schlecht. Es war ein Volltreffer, aber ich habe ihn nicht geschafft. Halt mal. Vielleicht hat er ja. Ne, obwohl, da stand nichts dazu. Ich glaube, das war einfach total knapp mit der Attacke. Und jetzt hat er noch Relikant. Der hat nur drei Pokémon. Ich bin gleich fertig. Ich weiß noch nicht, was sein stärkstes ist. Oh nein. Mein letztes Pokémon. Das wird der Entscheidungskampf. Relikant hat bei mir nur Level 36, aber er ist schneller als du.
Und Doof ist damit down. Okay, einen hat er bei mir auch geschafft, muss man sagen. Aber erst mit dem dritten. Gut, dann ist jetzt... Jetzt ist Fred dran. Wie war das mit der hohen Volltrefferquote? Leute, Feuer. Bei was? Ja, angeblich soll ja hier eine hohe Volltrefferquote bei meinem Attacke sein, aber... Er hat nicht nur einmal einen Volltreffer gemacht. So. Ich hoffe, jetzt besiegt er den damit automatisch. Komm schon, du machst das Relikant. Bella regelt's. Wow. Yes. Bella ist wow. Wie langsam der Balken von Relikant runterging, aber er hat trotzdem in One-Hit gemacht. Fred, ja, ich bin so stolz auf dich. Dann ist es extrem viel KP. Ja, deswegen, sage ich ja. Ist schon ein bisschen krass. Ich habe Adam besiegt. Meine ach so robusten Pokémon. Einfach so besiegt. Sein Level 39 Pokémon ist Igel, aber warum hat der einfach noch nicht voll entwickelte Pokémon? Ist das cool. Dritte? Ja. Okay, dann warte ich auf dich. Wir haben die Arena geschafft, yay. Ja, wenn es bei den anderen auch so war, dass die Arena so ganz komisch ist von den Pokémon, dann... Okay. Bringt nicht so viel. Natürlich bringt leider gar nichts. Auch ein physisch starkes Pokémon, aber... Die sind ganz schnell platt bei mir, weiß ich dann ganz genau. Vielleicht kann ich es paralysieren. Feuer oder. Und ich brenne. Yeah! Cool. Ich gucke mir nochmal das wunderschöne Bild an, was uns die anderen gezeigt haben. Um zu gucken, ob wir denn wirklich die richtigen Arena gemacht haben. Nein. Also die beiden habe ich gemacht. Ja, wir haben beide tatsächlich die gemacht, die sie eingekringelt haben. Ja. Cool. Wollte ich mich jetzt nur noch mal versichern. Oh, ich hoffe, der hat die zwei Übertränke. Ach nein. Bei mir hätte er nur einen einsetzen können, aber die anderen beiden waren bei mir ja auch One-Hits. Da ging es leider nicht. Ich überlege gerade, ob ich mal mein Pokémon heilen, also die Verbrennung wegnehme. Bin mir da nicht so sicher. Ist das denn besser, also ist es denn besser, als keinen weiteren Schlag wegzustecken? Der kriegt mich nicht groß runter, das ist ja die Sache allerdings. Ja, dann würde ich die Verbrennung heilen. Nur Lust irgendwie auszutauschen, weil ich eine Ewigkeit brauche, um den zu besiegen. Könntest du natürlich auch machen. Ich guck dir mal wieder Twitter. Kannst ja mal ein bisschen moderieren, was aber alles bei Twitter los ist. Ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Sims News. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Naja. Kommt überhaupt noch ein Add-on von Sims jetzt? Ist was geplant? Du meinst Sims 4? Ja. Sims 4 ist ja neu, da kommen öfters neue Sachen. Anfang November kommt was Neues direkt. Sims 4 ist jetzt auch nicht mehr so neu, das ist auch schon über 2 Jahre alt. Ja, aber die arbeiten ja 3-4 Jahre an einem Sims-Spiel und dann, obwohl ich glaube 4-5 Jahre, und dann machen sie mit dem nächsten weiter. Also die sind fast bei der Halbzeit eigentlich und es sind viele Sachen noch nicht drin. Schon krass. Wenn man das eigentlich mal so überlegt. Machen die absichtlich so, dass sie nicht alles reinmachen und dann anschließend kommen fast immer die gleichen DLCs. Ja, ich meine, aber es gibt noch keine Tiere, es gibt noch keine Jahreszeiten. Das sind eigentlich so die zwei Grundsachen, die es eigentlich in jedem Sim-Spiel gibt. Ja, und das haben sie Tiere bisher, sagen wir mal, bei Halbzeit nicht geschafft. Ist das schon Campus oder sowas? Weil 2014, Campus? Campus, ach, nein, Uni oder so, nee, kam's so. Auch noch nicht. Kam aber eigentlich auch jedes Mal. Aber es soll jetzt was mit Hochhäusern und sowas geben. Hochhäuser? Und ein bisschen mehr dann kulturelle. Mehr als 2 bisschen, 3 genau. Nee, das nicht. Ein bisschen mehr kulturelle Vielfalt in der Stadt und sowas. Ein paar coole neue Möbel und Klamotten und so ein Kram. Nee, es war eher so wieder so
so Hochhausgebäude, wo du halt so Apartments mieten kannst. Ich meine, es sieht schon ganz cool aus, aber ich meine, wie gesagt, es gibt keine Tiere und es gibt keine Jahreszeiten. Das ist schon ganz schön schlecht. Ich meine, selbst in Pokémon gibt es Jahreszeiten. Selbst die Pokémon können Jahreszeiten veranlassen. Das ist eine Grundessenz in jedem Spiel. Wie weit bist du? Der hat ja nochmal Top-Genese gehabt, deswegen. Oh je. Hast du wenigstens ein Pokémon, was ein bisschen reinhaut? Ja, ich habe Befürchtung, ich glaube, der ist von der Verteidigung sehr gering. Allerdings, wenn ich jetzt austausche, deswegen überlege ich, ob ich mein Pokémon einfach sterben lasse, dann weiß ich ganz genau, dass er mein Pokémon das am nächsten, was ich austausche, besiegen wird, ohne Probleme. Und ja, dann macht das. Das will ich nicht. Ich hab ja Zeit. Die Folge hat ja noch 4 Minuten. Wow, okay, genau. Das ging jetzt schnell rum. Ja, meinetwegen nochmal irgendwie einkaufen gehen oder so. Nee, wir sollten sowieso noch irgendwas mit dem Gespräch machen. Ich weiß gar nicht, was genau das war, aber irgendein Nachgeplinkel soll es auf jeden Fall noch geben nach der Arena, wie es scheint. Werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Okay. Tschüss, Bella. Hast gute Dienste erwiesen, aber es ist einfach zu nervig. Und das kommt rein. Dagi. Nicht an, Dagi. Dagi setzt DM-Hall ein. Ja. Feuerfeger und Dagi wurde besiegt. Okay. Ich muss doch heilen. Verdammt. Aber ich werde jetzt einfach mal Status-Erholung, Status-Heilmittel. Ich werde mein Dickte erholen. Dann. Was für ein Typ war das? Oder welches Pokémon ist das nochmal? Der Arena-Leiter oder was? Nee, gegen welches Pokémon kämpfst du gerade? Igelava, reines Feuer-Pokémon. Ah, okay. Ja, da ist Boden natürlich gut. Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt den vorlese, weil danach ist ja eh noch irgendein Gespräch-Dingens, was wir auch eh noch gemeinsam machen wollen. Da könnt ihr währenddessen die wunderschöne Pokémon-Musik genießen. Denn am Ende wird es nochmal spannend, Leute, am Ende der Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und schaut auf jeden Fall einfach bei Tobi vorbei, denn da geht gerade die Action. Ja, mein Dick hat nämlich gerade das Igelava nass gespritzt. Ich habe ihn besiegt. Sehr gut. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Grant bzw. Chef erhält den Minenorden von Adam. Dank des Minenorden kannst du nun die Attacke Stärke auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Nun besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass alle Pokémon, die bis Level 70 auf den Borsch gehorchen. Hier, das gebe ich dir noch. TM91 bei mir und bei dir? Bei mir auch, TM91. Die Attacke enthält die Attacke Nachtnebel. Trifft sie den Gegner, wird sie bitte. Nachtnebel ist Level fixiert. Macht genauso viel Schaden wie mein Level. Ich glaube, wenn wir zur Seite gehen, kommen wir schneller zurück, oder? Ich probiere es jedenfalls mal. Ja, ich glaube, Seite, genau. Vielleicht auch nicht. Oder? Da hängt ich gleich. Gott, wie aufwendig ist denn der Larry? Doch, man kommt da wieder raus. Sehr cool. Einfach einmal quasi den Reih rum und dann. Jetzt kommt Buster. Bist du schon draußen? Ja. Hey, das ist der Minon. Gut gemacht. Bei deiner Stärke sollst du dir überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du. Da hast du kaum eine Chance, es tatsächlich zu werden. Naja, egal, Steffi. Komm mit in die Bibliothek. Das ist das Nachgeplänkel, was wir noch machen sollten. Das mit machen Bibliothek wir doch jetzt. Oder was? Das machen wir jetzt, ja, natürlich. War doch in der Bibliothek. Ja, aber da waren die Leute scheinbar noch nicht. Ich weiß ja auch bis zu welchem Punkt. Alles gut. So, ganz da oben ist er, ja. Hier. Kannst du weiterreden? Hey Steffi, hier geht es lang. Geht er ganz langsam. Also gut, OP.
Ich habe Steffi mitgebracht, wie ich es gesagt habe. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Oh. Ja, ich verstehe schon. Endlich sind alle hier. Grants und die anderen. Hört zu. Ich erinnere euch daran, dass ich die Entwicklung von Pokémon studiere. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf. Pokémon, die sich entwickeln. Und solche, die es nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Entwickeln sich nur die, die noch nicht ausgereift sind? Und was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich nicht entwickeln? Müssen wir dann annehmen, dass diese Pokémon schon ausgereift sind? Ich habe eine Bitte an euch. An den drei Seen von Sinnoh sollen drei Illusions-Pokémon leben. Wenn wir Daten über diese bekommen können, würde das vielleicht etwas Licht in diesen Prozess der Entwicklung von Pokémon werfen. Ich benötige bei diesem Unternehmen die Hilfe jedes Einzelnen von euch. Helft mir, die Pokémon zu finden, die als Illusions-Pokémon gelten. Hey, was ist das denn? Wieso habe ich kein Pokédex? Und wer aus dem Labor gerannt, wie eine Tarantel gestochen, bevor ich ein Pokédex geben konnte. Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, es ist wichtig, Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Darauf können Sie wetten, Professor. Das wird in den Pokédex eingetragen und Ihnen bei den Forschungen helfen. Mir steht ja mal was anderes, ich muss dann mal gucken. Egal. Es gibt drei Seen und ihr seid drei Trainer. Teilt euch auf, sodass jeder einen See untersucht. Lucia, du gehst zum See der Wahrheit. Ja, Sir. Wobei, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blisach. Der Weg dorthin ist schwierig, daher schafft es nur ein starker Trainer. Ja sicher. Upi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt, dass ich der Beste bin. Und so bleibt für Grants nur noch ein See. Der See der Kühlheit. Der See befindet sich zwischen Schleide und Weidebuch. Wenn ich mich recht erinnern kann. Oh. Die Bombe. Spoiler doch nicht. Ist es vorbei? Seid ihr alle unverletzt? Lasst uns nach draußen gehen, aber seid vorsichtig. Ich mache mir Sorgen um den Ort. So, und an der Stelle sollen wir dann, oder wird dann diese Folge beendet? Grants, beeile dich! Aber vorsichtig bei den Nachbeben. An der Stelle sollen wir dann die Folge beenden, werden wir noch ein bisschen in der Bibliothek lesen, uns mit den anderen Leuten unterhalten. Und dann geht es das nächste Mal wieder auf dem Weg zur neuen Arena weiter. Ja, mit den anderen Partnern. Ab morgen hoffentlich. Ab morgen mit Grants bei mir, hoffentlich. Mhm. Und ich mit Guru bei. Mhm. Und dann, ja, sehen wir uns eigentlich auf dem Weg zur Liga wieder, genau. Oder? Krass. Genau, die Liga machen wir zusammen. Die Siegestraße plus Liga. Ja, das wird lustig. Bis dahin, noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ciao, ciao.